Hi ho, da sind wir wieder zurück bei Monster Hunter 3. Und ja, gleich mal zu Anfang hier, bevor wir jetzt direkt weitermachen. So mal nur als kurze Information für euch. Ja, die letzten beiden Parts von Monster Hunter waren ja 30 Minuten lang. Ab sofort sind diese aber nur noch 20 Minuten. Also Monster Hunter wird täglich um 20 Uhr kommen mit 20 Minuten Spielzeit hier. Also 20 Minuten Folgen. Und hier schöne Musik, die einklingt im Übrigen. Und ja, ups, hat den ganz einfachen Grund, dass ich einfach nur mal gucken möchte, ob man damit vielleicht auch oder ob wir damit auch ein bisschen klarkommen, wenn wir nur 20 Minuten spielen. Und die anderen Folgen, die beiden, die jetzt davor kamen, waren halt ein bisschen länger, weil wir ja eh nicht großartig was gemacht haben. Deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt auf jeden Fall loslegen können. Und eins möchte ich hier nochmal klären, bevor wir weitermachen. Und zwar unsere Attribute, die wir haben. Seelenlaune sammelt plus eins und Schnellsammler. Ich habe mich informiert und wir haben ja bei Laune, Seelenlaune plus 13 bedeutet also, wir kriegen bloß die plus 10 Aufwertung. Die plus 10 Aufwertung hat folgenden Effekt, und zwar haben wir die Chance, dass uns Netze, Spitzhacken, Hörner um eine prozentuale Chance, also weniger, zerbrechen. Diese prozentuale Chance beträgt 0,75% ne, des normalen. Und also wir haben halt eine höhere Chance, dass uns diese ganzen Teile nicht sofort kaputt gehen, denn die Spitzhacken, wenn wir Erze sammeln, gehen halt kaputt nach einer Zeit. Käfernetze gehen auch, wenn wir Käfer sammeln wollen, auch kaputt. Und die Hörner, mit denen man Monster, mit denen man dieses ein wütendes Monster so gesehen auf sich ziehen kann, das geht auch kaputt. Und mit dieser Seelenlaune haben wir halt die Chance, dass das nicht so schnell zerbricht. So, wie gesagt, ich gebe euch halt alle Informationen. Ich werde auch später unter jedem Video von Monster Hunter, wenn ich das fertig gemacht habe, die Liste, die ich von Monster Hunter Wiki momentan übersetze, auch euch zur Verfügung stellen, dass ihr euch jedes Mal da angucken könnt, was welche Attribute machen, ab wie viel. Und das zweite, was ich euch sagen will, hier sammeln plus 1 hat auch folgenden Effekt, und zwar ist die Chance erhöht in einem Gebiet, also die Chance erhöht sich von 84 zu 91%, dass wir, wenn wir etwas sammeln, einen Gegenstand sammeln, mehr Chancen haben, das öfters zu tun. Weil wie wir ja gesehen haben an dieser einen Pflanze, wo wir ja gestern dran waren, um genau zu sein an der da, konnten wir hier, hopp, warte kurz, so, konnten wir hier sammeln, ne, ein bisschen Kraut. Und wir haben halt jetzt eine höhere Chance, ich sage mal, jetzt nur grob, ne, geschätzt. Ist jetzt kein richtiger Wert, sondern einfach nur, um euch das als Beispiel nochmal nahezulegen. Wenn man jetzt hier beispielsweise nur dreimal sammeln kann, haben wir halt jetzt jedes Mal die Chance, nach dem dritten Mal gesammelten, eine Chance von 91%, dass wir halt ein bisschen mehr sammeln können. Hätten wir sammeln plus 2, was übrigens das Maximalste ist, das wäre bei plus 15. Wir kriegen halt bloß, wenn du den plus 10er Wert. Hätten wir das, dann hätten wir eine 97%ige Chance. Also öfters zu sammeln, ne? Das heißt jetzt nicht, dass man immer wieder, dass die Chance immer wieder von vorne anfängt, so gesehen, sondern man sammelt halt öfter. Irgendwann hört es trotzdem auf. Und wir begeben uns jetzt mal, nachdem wir das geklärt haben, endlich mal ins Basislager, wo wir auch hin sollten. Und kriegen auch schon eine nächste Information vom Dorfchef, der uns sagt, also, das Monster, das du dir gerade ansiehst, ist ein Abtonot, einer der Pflanzenfresser, frisst Pflanzen. Ich wette, Junior hätte gern etwas rohes Fleisch. Warum nimmst du es dir nicht von Abtonot, wenn du es schaffst? Los, stell dich dem Abtonot und greif an, ehe er abhaut. Dieser Blattfresser tut dir nicht weh. Nicht sehr. Apropos, der grüne Balken oben auf dem Bildschirm ist dein Gesundheitsbalken. Wenn der auf Null sinkt, fällst du um. Wirf bei der Jagd ab und zu einen Blick auf deinen Gesundheitsbalken. Los, zeig diesem veganen Biest, wer der Boss ist.
Drücke den X-Knopf, um deine Waffe zu ziehen. Drücke mit angezogener Waffe den X-Knopf oder den A-Knopf, um anzugreifen. Drücke weiter den X-Knopf, um den A-Knopf oder den A-Knopf, um einen Kombi-Angriff auszuführen. Drücke einfach den Y-Knopf, um deine Waffe wegzustecken. Ja, und das machen wir jetzt auch mal hier. Wir greifen mal diese Abtonot-Viecher an. Wie gesagt, die sind, wie der Dorfchef schon meinte, gar nicht so stark. Und er sagt uns auch jetzt, gar nicht mal so schlecht. Du bist genau wie ich in deinem Alter. Natürlich war mein Ausdauerbalken viel länger. Mit deiner Zerlegenfähigkeit entfernst du Objekte von erlegten Monstern. Bei manchen Monstern erhältst du mehr Objekte als bei anderen. Meine Ahnen haben alle Teile des Monsters verwendet. Neben anderen Objekten solltest du von einem Abtonot rohes Fleisch erhalten. Sobald du etwas rohes Fleisch hast, bring es meinem Sohn. Junior liebt einfach frisches Abtonot-Steaks oder frische Abtonot-Steaks. Sammeln und abbauen. Lege deine Waffe beiseite und drücke den A-Knopf, um Materialien zu sammeln oder abzubauen. Erklärt sich ja hier von selbst alles. Und ja, wie man sieht, die fliehen jetzt alle, weil wir halt angegriffen haben. Ist normal. Und wir haben rohes Fleisch erhalten. Genau das, was wir dem Junior mitbringen sollen. Und damit verschwindet das Vieh. Denn wir haben alles gesammelt, was möglich ist. So, das können wir auch noch umholzen, wenn wir wollen. Machen wir auch mal so gleich. Wie man sieht, spritzt ja auch das Blut. Habe ich euch für euch halt drin gelassen. Das gehört halt dazu als Jäger. Man muss mit Blut bespritzt werden, sonst ist die Jagd doch überhaupt nicht lustig. So, rohes Fleisch nochmal gekriegt. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das erste auch rohes Fleisch war. Hier ist übrigens wieder was, was wir sammeln können, und zwar Honig. Der wird noch sehr, 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 sehr wichtig später. Könnt ihr euch auch schon mal darauf gefasst machen, dass ich ziemlich, ziemlich oft... und eine Larve haben wir gerade gekriegt, eine Wurmbienenlarve oder so. Lesen wir uns gleich durch. Ja. Und ihr könnt euch schon mal darauf gefasst machen, dass ich später sehr, 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 sehr viel Honig sammeln werde. Denn davon kann man halt nie genug haben. Und ja, wie man sieht, auch schon Inventar ein bisschen gefüllt. Blaupilz, Wettsteinkraut, Fell. Fellein oder Fellwien? Fellwein, glaube ich, so heißt es, oder Fellwiene. Insektenhülse, rohes Fleisch und hier diese Wurmbienenlarve. Wurmbienenlarve, so rum. Ja, was die ganzen Items machen, glaube ich mal, muss ich jetzt nicht so wirklich vorlesen. Ist ja auch, denke ich mal, eher uninteressant. Es sei denn, ihr wollt das wissen, dann kann ich es nachher nochmal vorlesen oder später mal in einer anderen Folge. Auf jeden Fall ist das momentan nicht so sehr wichtig. Das, was wir später brauchen, seht ihr ja dann. Gut gemacht, du hast das Lager anscheinend gesund und munter erreicht. Wegen der Schäden durch das Erdbeben ist es nicht mehr das, was es mal war. Na, wenn das vor dir nicht mein Sohn ist. Nicht so schüchtern, geh zu Junior und begrüß ihn. Ja, und wir gehen jetzt halt zu dem netten Herrn und reden mit dem. Hallo Jäger, freut mich, dass du gekommen bist. Hat dich der alte Mann in den Mogawald geschickt? Tut mir leid, dass wir gestern nicht mehr reden konnten, auch wenn Naturkatastrophen ein tolles Thema sind. Du weißt jetzt sicher, wer wir alle sind. Ich bin ich bin der Sohn des Chefs. Du fragst dich vielleicht, was ich hier mitten im Schutz zu suchen habe. Gute Frage. Nun ja, das hier ist unser Basislager. War. Ist. Ich bin mir darüber noch nicht im Klaren. Um jagen gehen zu können, braucht man irgendeine Basis. Und unser Zelt und unser Bokia-Set hatten wir hier. Das Erdbeben war nicht gerade sanft zu unserem Lager. Das muss erst repariert werden, ehe wir jagen können. Ich gehe zurück zum Dorf und setze alles in Gang. Sag mal, hast du zufällig etwas Essbares dabei? Ich habe einen solchen Hunger, ich könnte einen Abtonot verspeisen. Hast du rohes Fleisch? Ich kann gut grillen.
Ja, und wir haben ja auch rohes Fleisch für ihn, haben wir ja für ihn gesammelt. Ah, ich habe solchen Hunger. Warte. Du hast Fleisch, rohes Fleisch. Gibst du es mir? Bitte, bitte, danke. Irgendetwas am Tierfleisch lässt meinen Bauch ordentlich knurren. Zeit zum Grillen und Futtern. Also gut, Jäger. Wir reden später über das Basislager, wenn wir wieder im Dorf sind und ich gegrillt habe. Mir fällt sicher was ein, womit ich dir danken kann. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. Tschüss. Du hast rohes Fleisch überreicht und, ich bin aber nicht so hungrig, dass ich mir eine Krankheit einhandeln will. Ich sollte es also lieber braten. Wir reden mehr über das Basislager, wenn ich gegrillt habe und wir im Dorf sind. Ja, ich schätze mal, ups, jetzt habe ich hier gemacht, gedrückt. Ja, hier können wir halt die Items wechseln, habe ich ja schon erklärt. Wird uns auch eh nochmal erklärt später, könnte ich wetten. Deswegen sage ich es jetzt nicht und, ja, ich könnte euch jetzt da schon was zeigen, aber nee, das mache ich nicht. Wird eine kleine Überraschung für die, die das Spiel nicht kennen, ne? Was man denn hier so alles machen kann. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt eh wieder zurück zum Dorf. Machen wir das mal. Wir wechseln wieder die Gebiete hier. Hallo, anscheinend hast du das Fleisch bei Junior abgeliefert. Schön. Du schaffst also einfache Aufgaben. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass du dich auf den Weg zurück ins Dorf machst. Betrachte Gebiet 1 auf der Karte. Siehst du das Dorfsymbol? Nimm die Brücke hinter dem Tor, um ins Dorf zu kommen. Und wir sehen das ja da unten wirklich bei Gebiet 1. Da ist ganz unten so ein komischer Strich. Und das soll wahrscheinlich das Dorfsymbol sein. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Und wenn ihr mal auf die Map guckt, die Zahlen, ne? Nee, Map kann man hier nicht größer machen. Ups. Wollte ich gar nicht. Ne, kommen euch bekannt vor wahrscheinlich. So, und wir gehen jetzt zurück ins Dorf. Hier ist die Brücke, von der er gesprochen hat. Und jetzt sagt er auch, geschafft! Drücke den A-Knopf, um ins Dorf zurückzukehren. Drücke beim Classic Controller den A-Knopf. Sprich mit meinem Sohn, sobald du wieder im Dorf Moga bist. Außerdem möchte ich dir als Dank für deine Hilfe etwas geben. Komm zu mir, wenn du mit Junior gesprochen hast. Ja, und das haben wir letztes Mal schon gemacht. Oder auch nicht. Nee, wir haben das Dorf noch nicht verlassen. Glaube ich zumindest. Ich weiß es gerade nicht. Komisch. Egal. So. Wie wir gerade gehört haben, das kann ich auch schon mal vorweg sagen. Immer wenn so eine kleine Melodie auftaucht, hat sich die Tageszeit geändert. Wie wir sehen, ist jetzt hier Abend. Und der Junior, Sohn des Chefs, hat jetzt auch wieder eine Sprechblase. Ich guck mal hier kurz im Dorf rum. Nee, die anderen alle wollen nicht mit uns reden. Ist auch nicht schlecht. Gut, dann reden wir halt mit ihm. Hallo Jäger, danke für das Fleisch. Ich muss alle paar Stunden was essen, sonst wird mir übel. Ich mag dich. Ich weiß jetzt auch, was wir alles brauchen, um das Basislager wieder in Schuss zu bringen. Also neue Latrinen graben, die alten abdecken, das Zelt aufbauen, das Bett entlausen. Wir brauchen viele Rohstoffe. Weißt du, was das ist? Du beschaffst Rohstoffe, indem du Monster jagst oder entsprechende Objekte findest. Wir Dorfbewohner können uns nicht weit in den Wald hineinwagen. Wir schmecken den Monstern zu gut. Hahaha, ja. Aber einem Jäger wie dir macht das keine Probleme. Du kommst zurück, beladen mit Rohstoffen. Keine Sorge, wir haben die Straßen repariert, die das Beben zerstört hat. Hol uns Rohstoffe aus dem Wald, ja? Oh, eins hätte ich fast vergessen. Ich habe hier etwas für dich. Nimm diesen Grillspieß, ich habe ihn gemacht. Grill damit das Fleisch, das du zerlegst. Nichts geht übers Grillen. Es ist einfach zu handhaben. Wenn du das nächste Mal in den Wäldern bist, gebe ich dir einige Tipps fürs Grillen. Ach ja, erstatte bitte meinen Vater Bericht. Er liebt Berichte. Grillspieß in den Beutel gepackt. Klar, wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen. Okay, und jetzt haben wir hier halt auch wieder etwas Neues. Und, naja, um das zu erklären, das erklärt sich halt nach einer Zeit alles von selbst.
Steht auch da unten. Die Moga-Prognose über den Moga-Wald sind noch keine Informationen verfügbar. Schau später wieder nach. Machen wir auch halt so, wie es hier ist. Das werden wir alles dann nach und nach kennenlernen. Ich lese das immer ganz kurz vor, was hier steht. Bietet dem Dorf im Moga-Wald erjagte Monster an, um sie in Rohstoffe umzuwandeln. Hier beispielsweise Rohstoffpunkte für Optanots, weil wir zwei getötet haben, würden wir zwei Punkte kriegen, können wir einlösen und haben da oben dann zwei Rohstoffpunkte. Ja, dann kriegen wir auch noch bestimmte Dinge und so. Ist später alles noch ziemlich wichtig. Rohstoffinfo, hier steht nochmal, wie viele Punkte wir für was kriegen. Oder ich glaube, das ist eher, das können wir holen, glaube ich. Das können wir für die Punkte kaufen. Nee, das bekommen wir. So war das, genau. Und jetzt haben wir auch Dörfler bitten. Und ja, hier steht es auch nochmal. Sieh dir die Liste an von Monstern und Objekten, die in Rohstoffe umgewandelt werden können. Genau so meine ich das. Und liefere Objekte ab, um die dich die Dörfer gebeten haben. Denn hier steht jetzt drin, dass wir beispielsweise 30 Punkte einfach nur sammeln sollen. Die Gilde gibt dir keine Quests, bevor du das Lager in Ordnung, ist. Sammle Rohstoffe im Wald. Und eigene Punkte. Wir haben zwei und benötigen 30 Punkte. Dürfte also alles kein Problem sein. Kann man hier nicht annehmen. Ist ja schon angenommen. Bleib wachsam, die Welt ist grausam. Ja, und wir sollen jetzt nochmal beim Chefchen vorbeischauen. Und oben hat uns auch wieder der Schmied noch was zu sagen. Deswegen hier mal ganz kurz zum Dorfchef. Was ist denn los, Mann? Ja, ich hörte davon, das Beben hat das Basislager in Chaos gestürzt. Aber warum das lange Gesicht, Jäger? Lass mich raten. Du glaubst, dass das Basislager ein hoffnungsloser Fall ist? Falsch. Hoffnungslose Fälle gibt es nicht. Nur verlorene Zuversicht. Im Lager muss etwas getan werden. Ja, sogar vieles. Aber keine Sorge. Ich habe schwierigere Dinge bewältigt. Oder glaubst du, dieses Dorf hat sich von selbst gebaut? Man muss so zusammenarbeiten. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern kannst du alles erreichen. Wie wäre es, wenn du Rohstoffe und Materialien besorgst und wir machen die Arbeit? Das nenne ich Zusammenarbeit. Es ist das Mindeste, was wir tun können. Und nimm das hier. Es ist nicht viel, aber ein Zeichen unserer Wertschätzung. Denk daran, dein eigenes Ziel ist der Tod des Lagiacrus. Wir helfen dir bei allem, was dazu nötig ist. Und nochmal haben wir 1000 Zenje gekriegt. So mal so ein bisschen als kleinen Taschengeld-Vorschuss. Auch nicht schlecht. Und hier können wir nochmal zum Schmied gehen. Kommst du klar mit den Waffen und Rüstung? Der Chef hat mich gebeten, dir alles über das Schmieden von Ausrüstungen zu erzählen. Also hör gut zu. Neue Ausrüstungsteile aus dem Haufen Materialien herzustellen, das nennen wir Schmieden. Willst du eine Waffe, eine Metallwaffe herstellen, brauchst du Erz. Und für eine Knochenrüstung natürlich Knochen. Bring mir Materialien und Geld und ich schmiede dir, was du brauchst. Und zwar besser als jeder andere. Verstehst du was nicht? Dann sieh in den Jägernotizen im Spielmenü nach. Im Abschnitt Jägerinfo findest du eine Menge guter Hinweise, wie man ein richtiger Jäger wird. Wie wär's, wenn wir zum Geschäft kämen? Du sagst, was du möchtest, und ich statte dich mit einem Meisterwerk aus oder so ähnlich. Ja, da wir jetzt nicht so viel Geld hatten und beziehungsweise null hatten, jetzt 1000 gekriegt haben, haben wir auch nur 1000 dabei. Wird schon nicht reichen, um eine Waffe hier schmieden zu lassen. Aber wir haben halt die Möglichkeit bei Waffenschmieden, wie man schon gesagt hat, ein Großschwert, ein Schwert, ein Hammer, eine Lanze und eine Armbrust. Es gibt natürlich noch andere Waffenarten, die spielen wir nach einer Zeit frei. Die können wir uns dann auch noch anschauen. Wie man sieht hier, kann man sich mal angucken, welche Waffen man machen kann. Die würde zum Beispiel 500 Zenje kosten, die 480. Und links steht auch, was man dafür braucht. Nötiges Material wäre hier zum Beispiel 3 Eisenerz. Also bei nötig steht das halt. 3 Eisenerz und wir haben 0. Genauso wie hier. Das wäre eine Knochenklinge. Für die würden wir Monsterknochen-Eske brauchen. Auch 2 Stück. Haben aber nix. Bedeutet also, wir können momentan noch nicht so wirklich was damit anfangen. Waffen verbessern könnten wir auch. Das heißt jetzt unser Eisenschwert beispielsweise, was wir haben, könnten wir mit 5 Eisenerz und 1950 Zenje verbessern. Und zwar
kann man dann hier Vergleich machen. Unsere Schärfe würde geringfügig steigen, also der gelbe Balken würde etwas größer werden und der Angriff von 288 auf 336 steigen. Ist halt auch nicht schlecht. Und damit werden wir uns auch definitiv später mehr beschäftigen. Genau dasselbe ist halt mit der Rüstung möglich. Wie man sich schon vorstellen kann. Hier beispielsweise brauchen wir nur eine Rüstungskugel, um auf Stufe 2 zu machen. Und im Vergleich wäre das dann halt, ne, geringer, eigentlich nur eine geringe Erhöhung. Das ist halt später alles wichtig. Und, ja, alles klar, bis bald. Genauso wie der Schmied das gesagt hat, würde ich auch sagen, alles klar, bis bald. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!